Herzlich willkommen zu Heartstoned. Yeah! Yeah! Mit Sia und Simon, a.k.a. Siamon. Ja. Heute haben wir wieder volles Programm und zwar haben wir neue Decks. Woohoo! Ja, eine Menge neue Decks. Wir haben insgesamt 100 Pakete aufgemacht. Das Vielleicht ist eine Menge. Ein bisschen mehr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hast du nur welche gekauft, oder was? Ja, ein bisschen. Ich hatte ja noch so viel Gold über, deswegen habe ich noch ein paar. Du hast wirklich noch ein paar gekauft, oder? Ja. 50 Packs und es hat dir immer noch nicht gereicht, oder was? Ey, wirklich, in den 50 Packages waren nur 3 Legendaries drin und die waren alle scheiße. Nur 3 Legendaries? Ja, und die waren nicht nur mal gut. Nur 3? Ja, wie auch immer. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar Decks gebastelt. Wie viele hast du denn gebastelt? Du hast wahrscheinlich nur dein Mage. Ich muss erstmal einen mastern, sozusagen, ja, bevor ich mich an andere ranwage. Das finde ich ganz sinnvoll. Aber ich habe mir ein Deck zusammengestellt. Du wirst mir auch nachher noch mal ein bisschen dran feilen. Ja. Und kurz bevor wir zu lange Zeit verdödeln, ihr könnt natürlich uns wie immer adden. Das läuft aber über mich und über unseren Bohnen-Account. Mhm. Raketchen. Hashtag, warum sage ich immer Hashtag? Egal, ihr wisst, was ich meine. 2225. Und dann seid ihr hier in meiner Liste. Und dann suchen wir einen raus, das mache ich jetzt gleich mal. Und zwar nehmen wir direkt den Ognarb. Okay. Und der ist dann hoffentlich gleich bereit für ein Spiel gegen Sia. Sag mir mal, wie der geschrieben wird. Ja, Moment, ich tippe dir jetzt. Das ist ein bisschen... Okay. 9. Ja, tippen ist ein bisschen... 3-1. Siehst du es? Ognarb 2931. Ognarb 2931. Das ist unser Gegner. Hoppla. Für den heutigen Abend. Ihm werden viele folgen. Wird er gewinnen? Wird er verlieren? Wir werden es sehen, hoffentlich. Nein, ich Vollidiot. Jetzt hat er mich immer denselbe Fehler. Meistens, ihr dürft also mich dann noch mal die Nummer einladen. 2-9. Moment, ich muss hier gerade erstmal zurück. Ich okay. bin gerade im Spiel mit ihm gewesen. Ognarb 2931. 2931. So, hoffen wir mal, dass er annimmt. Ihr müsst euch von mir dann verbinden lassen, das ist noch wichtig. Zu Sia, nein, Ognarb, nicht mit mir spielen, sondern mit Siamon. Siamon. Simiklav. Simiklav. Vielleicht habe ich auch den auch falsch geschrieben. Ognarb. O-K. O-K. N-A-R-B. N-A-R-B. 2931. 2931. Ich glaube, es liegt daran, dass wir eben gerade in einer Match-Zusammenstellung waren und deswegen konnte er wahrscheinlich nicht. Okay. Jetzt hat er angenommen. Da ist er. Okay, es geht los. Du challengest ihn. Ich challenge ihn. Und komm dann ins Spiel. Und dann können wir zugucken. Wundervoll. Er soll doch nicht canceln. Du sollst annehmen. Ja, zu Not machen. Ja, er hat es verstanden. So, ihr seht vielleicht hier bei mir, wie es reinprasselt. Es ist immer sehr schwer, das zu managen, weil ihr seht hier, Alter, kommen hier viele Dinger immer rein. Vor einer Minute. Es wird einfach 2 Minuten, es geht rund. So, ich fange erstmal leicht an, denn ich habe ein richtig, richtig, richtig sickes Paladin-Deck. Die meisten wissen wahrscheinlich schon, was für eins ich meine. Das wird bestimmt genervt die nächsten Tage, aber das packe ich erst ein bisschen später aus. Na gut. Mit diesem Deck habe ich es bis Rang 5 geschafft. Was, bis Rang 5? Ja. Ich hänge bei 20 und habe das Gefühl, da ist eine gläserne Decke, die mich einfach nicht rauslässt. Ja. So, ihr seid bereit, dann kann ich jetzt joinen. Ja, du kannst joinen. Ja, ich warte immer gerne. Ich glaube, das ist... Du spectatest besser. Jetzt mich. Ah, ich mache immer denselben Fehler. Mann, tut mir leid, ich bin gerade... Er muss auch mal erst raus frisch hergekommen. Aber wir können kurz Sias Karten anschauen. Nein, warum nicht? Nein, warte, noch habe ich sie gar nicht. Komm, wir gucken mal kurz in Sias Karten rein. Nur ganz kurz. Achtung, schaltet mal ganz schnell auf Sias Karten, dann sehen wir sie. Da, das hat er. Das sind meine Karten. Ich muss jetzt kurz ein bisschen warten, damit Simon wieder... Ja, du kannst jetzt raus und ihn bitte spectaten, sonst dauert das alles. Ja, wir machen das alles. Ich mach das jetzt. Dauert so eine Frechheit. So unprofessionell hier. Ich spiele jetzt einfach mal. Ich mach schon mal meinen ersten Zug. Ich kann dir das Problem sagen, ich komme bei Ognarb nicht rein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ach ja? Komme ich nicht rein, aber dann... Ja gut, dann machen wir halt so, komm, spectate ihn hier bei mir. Können wir mal bitte wieder runterkommen jetzt hier? Ich schaue mal gerade, aber es ist... Aber es ist komisch, dass du ihn nicht... Ja, ich kriege hier keinen, ihr seht's ja. Ich kriege leider keinen Angucken-Icon. Gut, dann gucke ich mir Sia an. Kann man leider nicht anders machen, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ja. So, ich spiele ein Priest-Drachen-Deck, wie man hier sieht. So, jetzt sieht man's. Und zurzeit geht noch nicht so viel. Willst du was dazu sagen, zu deiner Zusammenstellung oder deinem Plan? Oder willst du... Ja, ich habe mir ein bisschen angeguckt, was Priester für neuen Kram hat. Und das sieht ganz plausibel aus, also mit den Drachen. Die haben halt
relativ viele neue Drachenkarten dazu bekommen. Und so ein Deck habe ich mir dann mal zusammengebastelt. Ja, zwei Drachen hast du dabei. Ich habe mehr als zwei dabei. Ja, zumindest schon auf der Hand. Ja. Ich kann ja jetzt deine Karten kommentieren, ich kann es ja nicht Jetzt ändern. darfst du. Jetzt Den muss habe ich. ich mir gebastelt, weil ich den super geil finde. Wenn der rauskommt, dann verändert sich deine Klassenfähigkeit. Die verstärkt sich bei jeder Klasse anders. Aha, Zum Beispiel okay. bei dem Priester macht er statt zwei Heilungen immer nur vier Heilungen. Das ist super geil. Sehr interessant. Ja. Der Mage macht mit seinem Feuerball zwei Schaden. Der Hunter mit seinem Schuss drei Schaden. Der Druide bekommt zwei Angriff und zwei Armor. Was gibt's noch? Der Schamane kann sich sein Totem aussuchen. Und Das was ist gibt's noch? interessant. Das Er ist kann sich super. sein Totem echt aussuchen. Richtig. Das ist ja. Na gut, ich weiß nicht, wie viele er hat zur Auswahl, aber das klingt wie eine coole Ja, Karte. der Krieger Wie ein cooler bekommt Effekt. vier Armor Aber pro. noch schwieriger. Der Ja, ist doch ja. so schon Hardcore. Der Wahrscheinlich zum selben Paladin, der Preis, oder? Paladin spawnt halt zwei so eine 1-1er-Minions. Was Aber gibt's zum selben noch? Preis hier? Oder Ja, kostet zum das dann selben auch doppelt Preis. viel? Wenn der Okay. einmal ausgespielt wird, dann bleibt das auch so. Nicht nur Ja, bis die Karte solange weg er ist. lebt. Nee, nee, das bleibt fürs ganze Match. Krass. Ja. Das ist ja eine richtig heftige Karte. Ja, die hält zwar nicht viel aus, aber dafür ist der Effekt ziemlich geil. Was heißt in dem Fall das orangefarbene Kristall? Das heißt Legendary. Das ist Das Legendary, siehst du auch okay. an den Rand, da ist ja so Ach ein so, dieser Drachenrand. Drachenrand, ja, okay. Richtig. Das ist bisher die einzige Legendary, die ich mir von dem Add-on hier gebastelt habe. So. Ja, das sieht Acht Leben hat er jetzt, das ist schon mal nicht heftig schlecht. aus. Also, du hast jetzt so viele Drachen auf der Hand, dass Der du hier ist dadurch neu. eine Achterleben bekommen Wenn ich einen hast von Drachen ihm. auf der Hand habe, bekommt er Spot und einen Angriff. Super. Ziemlich nützlich. Da hättest du direkt noch einen im Set. Das ist ein anderer. Das ist Aber ist auch der ein Drache, hier. oder? Das ist der hier Der nochmal, zweite? ja. Aber es lohnt sich halt immer, wenn du den Effekt siehst, wenn ich einen Drachen auf der Hand habe, dann trigger ich sein Battle Cry. Dann bekommt er erst zwei Leben dazu. Jetzt habe ich zum Beispiel halt keinen Drachen auf der Hand, deswegen würde er mir nicht so viel bringen, wenn ich den ausspielen würde, weil er nur ein Leben hätte. Ah, da musst du jetzt zwei Angriffe opfern, um einen Drachen wegzukriegen. Also für dich auf jeden Fall ein guter Deal. Ich nehme an, dass der Silberrücken hier auch nicht viel reißen kann. Frage ist eher, womit du ihn schnell kaputt machst. Ich kann ihn gar nicht gerade kaputt Nee, mit machen. dem Drachen nicht, nee. Ich Nee. dachte, du hättest vielleicht noch Aber irgendwie, jetzt du habe hast ich hier nichts. vier Heilungen und das bleibt ganze Match über. Oh, jetzt hast du sie ausgespielt. Ja. Ja, vier Leben. Ich liebäugle ja auch ein bisschen mit dem Paladin, ist es, oder? Oh, der Paladin hat halt gerade das stärkste Deck, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe mich auch erkundigt, denn das Deck, was ich spiele, das ist im Moment gerade das stärkste Deck und deswegen wird das wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich wird das bald genervt. Wo hast du nachgeguckt bei Hearthowned? Nee, ich habe erstmal habe ich ein bisschen gespielt und selber die ganze Zeit aufs Maul bekommen von genau diesem Paladin, bis ich mir das dann selber gebastelt habe und hier ein bisschen, hier und da mal ein bisschen rumgeschraubt. Und jetzt gefällt es mir richtig gut. Ja, Aber das sieht man, das man wird sieht leider nicht auch. lang bleiben. Man sieht auch, dass du es einigermaßen beherrschst. Das ist aber Zumindest nicht deine das Deck jetzt. Karten. Das ist jetzt der Priester. Mein Paladin-Deck. Ach so, ich dachte jetzt eben noch, das wäre der Paladin die Nee, ganze nee, nee, Zeit. das ist mein Priester. Okay, Priester. Und Paladin ist dein Gegner, oder? Mein Gegner Der ist findet ja Schurke. hier gar nicht Schurke. Ich Das ist kenne die, ich Schurke. kenne alle Klassen noch nicht. Entschuldigt mir meine Naivität, die sehen für mich alle gleich aus. Das hier könnte auch, könnte alles sein. Magier, Paladin, Schurke, außer Krieger. Das könnte es nicht sein. Tja, Aber ein da gibt's. WoW-Fan würde es erkennen, allein schon durch das Set. Das stimmt, ich habe natürlich auch überhaupt keine WoW-Erfahrung. Der Dr. Bumm wird auf jeden Fall noch richtig reinhauen gleich. Und Der haut jetzt immer rein, der ist verbesserst super. du dir noch den Drachen, damit er wieder auf 8 ist. Und der Gegner muss jetzt zusehen, wie du ihn wirklich dolle haust. Jo. Ach, übrigens, hallo Chat, das habe ich noch gar nicht Hallo gesagt. Chat. Wir benutzen heute wieder den Chat. Ich versuche ein bisschen alles gleichzeitig hier zu machen. Mal gucken. Kommt noch mal ein Spot. Ich
finde ja, dass der Magier mit seinen Flammen die schlechtesten Heldenfähigkeiten hat. Findest irgendwie, du? Ja, wenn ich immer die ganzen Sachen sehe, wie das tückische Messer oder der Hammer vom Krieger, das sind immer so geile Waffen, die lassen sich mit den Karten auch immer so fett auftunen. Ja, aber ey, wenn du jedes Mal einen Schaden machen kannst, dann sind, das ist schon sehr stark. Also ich finde die Magierfähigkeit doch ziemlich gut. Naja, den Feuerball an sich mag ich, aber ich finde, der kostet zu viel und bringt zu wenig. Und die Karten, mit denen man den verbessern kann, die sind oft zu teuer, sodass man die erst sehr spät einsetzen kann. Bin da nicht so ganz hintergekommen bisher. Gut gespielt, ja. Ognab. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ognab, das war gut. Du hattest natürlich keine Chance gegen die Magie der krassen 50-Karten-Packs von Zia. Aber... Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank. Gerne wieder. Ein nächstes Opfer. Jetzt suche ich mal jemanden mit anderen Buchstaben. Okay, ich suche jemanden und zwar den Bauche. Bauche, Sie werden ins Duell verlangt. Bauche? Und wir müssen schon wieder Werbung machen. Ach, wir müssen erstmal Werbung machen. Gut, dann bis gleich.